Meine Damen und Herren, hinter mir sehen Sie zu meinem Vortrag 7 Zwischenüberschriften. Gewissermaßen der rote Faden, was ich erzählen will. Schon daraus können Sie ersehen, dass ich mich zunächst mit dem Hauptthema der Tagung auseinandersetze, mehr Prävention, weniger Opfer. An verschiedenen Beispielen möchte ich aufzeigen, wo dieses Motto funktioniert und wo auch nicht. Erst dadurch entsteht dann die Basis dafür, über Parallel Justice zu sprechen. Aus Zeitgründen werde ich in meinem Vortrag manchmal auf genaue Prozentzahlen verzichten. Ich muss ihn auch irgendwo abkürzen, aber Sie können alles nachlesen. Ab sofort steht er nämlich erreichbar unter www.präventionstag.de. Beginnen möchte ich mit der Urform von schwerer Viktimisierung, dem Schlagen von Kindern. Wer am Stock spart, verdirbt das Kind, lautet ein Spruch, der einem Berater des Königs von Assyrien im 7. Jahrhundert vor Christus zugeschrieben wird. Und in der Bibel heißt es, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn. Dahinter steht der religiöse Glaube an die Verderbtheit des Menschen, an die Erbsünde des Menschen. Dem galt es von Beginn an mit aller Härte entgegenzuwirken, Kindern den Teufel aus dem Leib prügeln, war über Jahrhunderte mehr als nur eine Redewendung. Doch dann entdeckten unabhängige Köpfe im Zeitalter der Aufklärung ganz andere Zusammenhänge. Von dem französischen Philosophen und Humanisten Michel de Montaigne stammt die Aussage, von der Rute habe ich bisher keine andere Wirkung gesehen, als dass sie die Kinder zu Kriechern oder zu immer verstockteren Bösewichtern macht. 1692 wandte sich der englische Philosoph John Locke gegen das Konzept der angeborenen Verderbtheit, die man mit Prügel beantworten muss. Für ihn, Zitat, sind Kinder wie weißes Papier oder wie Wachs, das man positiv und negativ gestalten und formen kann. Und 70 Jahre später setzt Jean-Jacques Rousseau dem christlichen Begriff der Ursünde dem der kindlichen Unschuld entgegen. Kinder sollten die Chance erhalten, ihre Kreativität zu entfalten, selber aus ihren Erfahrungen schrittweise zu lernen. Aber es dauerte dann noch weitere 200 Jahre, bis in Schweden und dann den nordischen Ländern die wunderbaren Kinderbücher von Astrid Lindgren den Boden vorbereitet haben für eine ganz grundsätzliche Reform. Zunächst wurde in den 50er Jahren und 60er Jahren dort das Züchtigungsrecht der Lehrer abgeschafft und dann zwischen 1979 und 83 auch das der Eltern. Als Deutschland im Jahr 2000 dann folgte, auch das Züchtigungsrecht abgeschafft hat, da hatte im Vorfeld dieser Gesetzgebung auch die empirische Forschung hierzu einen Beitrag geleistet. Aus der internationalen Kriminologie möchte ich David Farrington nennen, Terence Thornberry und dann Olveus. Und aus Deutschland Friedrich Lösel, Hans-Jürgen Kerner und Peter Wetzels. Heute hat die eingangs zitierte These Montaigne's auf vielfache Weise ihre empirische Bestätigung gefunden. Ein Beispiel bietet unsere Schülerbefragung von 44.500 Neunklässlern aus dem Jahre 2007-2008. Von ihren Eltern massiv geschlagene Kinder werden danach fünfmal häufiger zu Mehrfachtätern der Gewalt als liebevoll und gewaltfrei erzogene Kinder. Darüber hinaus, und das wird oft übersehen, offenbaren aber die Daten auch, dass von der körperlichen Züchtigung der Kinder politisch relevante Wirkungen ausgehen. Schlagende Eltern versäumen es nun einmal, ihren Kindern für Konfliktsituationen positive Verhaltensweisen vorzuleben. Stattdessen vermitteln sie ihnen eine falsche Botschaft. Der Stärkere darf und soll sich mit Gewalt durchsetzen. Es kann deshalb nicht überraschen, dass massiv geschlagene Kinder im Vergleich zu gewaltfrei erzogenen als Jugendliche dreimal häufig zu rechtsextremen Überzeugungen und Verhaltensweisen kommen. Die politische Bedeutung der Erziehungskultur belegen ferner drei von uns seit 2004 durchgeführte Repräsentativbefragungen von Erwachsenen. Je häufiger und stärker die Befragten von ihren Eltern geschlagen worden waren
und so immer wieder unter Ohnmachtsgefühlen gelitten haben, umso stärker gieren sie danach, eine Waffe besitzen zu wollen, denn die verleiht Macht und verleiht auch vielleicht ein bisschen für das angeschlagene Selbstbewusstsein etwas mehr Sicherheit. Und noch etwas hat sich gezeigt. Wer in ständiger Furcht vor Schlägen der Eltern groß geworden ist, der unterstellt später häufiger, dass Gewalt durch Mitmenschen droht. Deshalb plädiert er eher für einen harten Abschreckungskurs gegen das Böse bis hin zur Todesstrafe. Ein weiteres besonders interessantes Beispiel zur Bedeutung der Erziehungskultur eines Landes liefert eine Studie der OECD aus dem Jahr 2008. Man hatte in 20 europäischen Ländern die sozialen Fähigkeiten von Schülern gemessen. Und dabei zeigten gerade die Jugendlichen aus Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark die mit Abstand höchsten Werte zur Toleranz und zum Ausmaß des zwischenmenschlichen Vertrauens. Das erscheint auch als Folge davon, dass diese vier Länder weltweit als erste das Ideal der gewaltfreien und liebevollen Kindererziehung angestrebt haben. Doch wie hat sich die Erziehungskultur bei uns entwickelt? Zwei repräsentative Opferbefragungen, die wir 1992 durchgeführt haben und 2011, jeweils mit Geldern der Bundesregierung, ermöglichen eine Antwort. Die Daten belegen einen ganz klaren Trend. Mehr Liebe, weniger Hiebe. Der Anteil derjenigen, die völlig gewaltfrei aufgewachsen sind, hat sich im Verlauf der 19 Jahre von 26 auf 52% verdoppelt. Die ersten beiden blauen Türme zeigen das. Und wenn wir die Jüngeren ins Visier nehmen, nur die 16- bis 20-Jährigen unserer letzten Befragung 2011, dann steigt der Anteil der gewaltfrei Erzogenen schon auf 63%. Und Sie sehen, deutlich zugenommen hat das Grüne, nämlich die intensive Zuwendung der Eltern durch Umarmen, durch Schmusen mit ihren Kindern. Deutlich gesunken ist das Zuschlagen, die leichten Schläge von 58 auf 36 und auch die schweren sind rückläufig. Und wieder das Mutmachende, die Allerjüngsten, die wir zuletzt befragt haben, die 16- bis 20-Jährigen, nur noch 7%, die massive Schläge erhalten haben. 1992 im Durchschnitt waren es noch 15. Das hat eine positive Konsequenz. Die Neuproduktion von Jugendgewalt durch prügelnde Eltern nimmt ab. Da kann es nicht überraschen, was sich zu unseren Statistiken findet. Ein Beispiel sind die Daten der Krankenkassen zur Häufigkeit von schweren Raufunfällen an Schulen, bei denen entweder ein Arzt kommt oder das Opfer krankenhausreif geschlagen wurde. Pro 10.000 Schüler, erstere Kategorie, ein Rückgang um 40% seit 1997 und die zweite schwere Kategorie sogar ein Rückgang um 60%. Hinzu kommt, dass unsere wiederholten KfN-Schülerbefragungen durchweg zeigen, die Jugendgewalt geht tatsächlich zurück und das bestätigt auch die polizeiliche Kriminalstatistik, obwohl wir deutlich ansteigende Anzeigebereitschaft der Opfer haben, signalisiert sie seit 2007 einen Rückgang pro 100.000 Jugendliche der Jugendgewalt um gut ein Fünftel. Im Ergebnis passen all diese Daten wunderbar zum Thema der Tagung: mehr Prävention, weniger Opfer. Man kann es aber auch so formulieren: mehr Resilienz, mehr Widerstandskraft, weniger Opfer. Damit möchte ich erstmals auf einen Begriff kommen, der mich noch weiter begleiten wird. Eine gesicherte Erkenntnis der Entwicklungspsychologie lautet nämlich: gewaltfrei und liebevoll erzogene Kinder, die eine starke Bindung zu ihren Erziehungspersonen entfalten, die gewinnen dadurch Kraft dafür, ihr Leben zu meistern. Und dies auch dann, wenn es schwierig wird. Resilienz bedeutet also die Fähigkeit einer Person, mit belastenden Lebensumständen unter Rückgriff auf die eigenen Ressourcen konstruktiv umgehen zu können. Es liegt auf der Hand, dass Resilienz damit präventive Kraft entfaltet. Zum anderen hat sie aber auch hohe Bedeutung dafür, wie Menschen eine Opfererfahrung verarbeiten. Hierzu werde ich Ihnen später noch zwei konkrete Beispiele anbieten. Zuvor möchte ich aber noch einmal auf einen Aspekt zurückkommen, der am Anfang meines Referates so eine gewichtige Rolle gespielt hat,
die Bedeutung der christlichen Religion für elterliche Erziehungsmuster. Das erscheint sinnvoll, weil die Aufklärer schließlich gegen kirchlich geprägte Erziehungstraditionen angeredet haben. Meine Frage lautet also: Werden christliche Gemeinden noch heute von diesen Überzeugungen früherer Jahrhunderte geprägt? Zu diesem Zweck haben wir auf die Daten von 23.500 Deutschen zurückgegriffen auf unserer großen Schülerbefragung. Solche, die selber angegeben haben, dass sie getauft sind, dass sie nach wie vor einer christlichen Religion angehören. Knapp die Hälfte waren katholisch, die andere Hälfte evangelisch. Aber unter den Evangelischen gab es 431, die angeben, dass sie zu einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde gehören. Zu dieser Gruppe haben wir die Daten gesondert ausgewertet, weil es 2010 einen Süddeutschen Zeitung-Artikel gegeben hat, in dem wir doch sehr alarmiert wurden durch das, was die dort zitiert hatten. Aus einem Buch eines evangelischen Pfarrerehepaars der USA, was ins Deutsche übertragen war. Wenn es Zeit wird, die Rute anzuwenden, atmen Sie tief ein. Entspannen Sie sich und beten Sie: Herr, lass das eine gute Lektion werden. Reißen Sie Ihr Kind dann nicht herum, erheben Sie Ihre Stimme nicht. Das Kind sollte die Rute an Ihrem ganzen ruhigen, überlegten und beherrschten Geist kommen sehen. Wenn Sie sich auf das Kind setzen müssen, um es zu versohlen, dann zögern Sie nicht. Und halten Sie es so lange in dieser Stellung, bis es aufgegeben hat. Manchmal bei älteren Kindern, wenn die Schläge nicht kräftig genug sind, ist das Kind noch aufmüpfig. Wenn das der Fall ist, nehmen Sie sich Zeit zum Erklären und versohlen Sie dann weiter. Hören Sie mit Ihrer Disziplin nie auf, bevor das Kind sich ergeben hat. Die deutsche Fassung des Buches war 2008 bei uns erschienen. Sie ist dann ca. 4000 Mal verkauft worden, bevor dann die Bundeszentrale für jugendgefährdende Medien im Herbst 2010 dieses Buch verboten hat. Aber die evangelischen freikirchlichen Gemeinden, die an diesem Buch Interesse hatten, haben bald dafür gesorgt, dass es ein deutsches Nachfolgebuch des amerikanischen Pfarrers und Autors Ted Tripp gegeben hat. Auch aus diesem Buch ein Zitat: Die Rute ist per Definition eine elterliche Pflicht. Körperliche Züchtigung anzuwenden, das ist auch ein Akt des Glaubens. Gott hat ihren Gebrauch angeordnet. Doch auch zu diesem Buch hat die Bundeszentrale letzte Woche ihre Verbotsentscheidung getroffen. Gestern ist mir der Text zugegangen. Am 30.04. wird die Indizierung im Bundesanzeiger veröffentlicht. Abbildung 2 stellt nun dar, was sich zum Schlagen von Kindern zeigt, wenn man danach differenziert, erstens, ob die Familien einer katholischen, evangelischen oder evangelisch-freikirchlichen Gruppe angehören. Und ferner wird jeweils danach unterschieden, wie die Jugendlichen selber den Grad der Religiosität der Eltern eingeschätzt haben. Im Ergebnis zeigt sich zunächst, dass sehr religiöse evangelische Eltern mit 16,9%, der rote rechte Turm in der Mitte, etwas häufiger die Prügel einsetzen als sehr gläubige katholische Eltern. Aber all das ist eine völlig andere Welt als die, die sich offenbart, wenn wir die Daten der evangelisch-freikirchlichen Familien anschauen. Da gilt, die roten Türme zeigen, dass je gläubiger die Eltern sind, umso mehr schlagen sie zu. Einmal wird das oben dokumentiert, aber auch im grünen Bereich unten, dem gewaltfreien, wenig religiöse, 56%, die ihre Kinder gewaltfrei erziehen, hochreligiöse nur noch 21%. Wir haben diese Befragung sicherheitshalber ein zweites Mal wiederholt. Als wir 11.500 Menschen im Jahr 2011 befragt haben, lautete da auch ein Fragenkomplex: Wie religiös waren denn die Eltern und du selber? Und wie war es in deiner Kindheit? Und es kommt leider genau dasselbe nochmal raus. Die Einzelheiten erspare ich Ihnen. Natürlich hinterlassen diese unterschiedlichen Erziehungsmuster bei den betroffenen Jugendlichen ihre Spuren. Für katholische und evangelische Befragte gilt: Je religiöser sie sind, desto seltener üben sie Gewalt aus. Und das ziemlich deutlich. Bei den evangelisch-freikirchlichen Jugendlichen ist dieser Zusammenhang leider nur noch schwach ausgeprägt. Ferner haben wir die Lebenszufriedenheit der Kinder erfasst. Und was zeigt sich?
besonders bei den Katholischen, sehr ausgeprägt. Je gläubiger sie sind, umso zufriedener sind sie. Bei den Evangelischen auch, aber bei den Evangelisch-Freikirchlichen nichts davon und insgesamt ein sehr niedriges Zufriedenheitsniveau. Wen wundert's? Und das Letzte, je religiöser die jungen Katholiken sind, so zeigte sich, desto seltener haben sie Selbstmordgedanken. Bei den evangelisch-freikirchlichen Jugendlichen zeigt sich hier leider ein schwacher Trend in die andere Richtung. Aber bei uns sind das doch nur 1% der Jugendlichen. Warum so viel Zeit für dieses Thema, könnte jemand kritisch sagen. Nun ja, schauen wir in die USA. Dort sieht es ganz anders aus. 26% sind im Durchschnitt solchen freikirchlichen evangelischen Gemeinden zugehörig. In den Südstaaten sind es über 50%. Und dazu passt dann leider ein Befund einer Untersuchung von Human Rights Watch. In den USA sind im Jahr 2009 mehr als 200.000, ganz überwiegend in den Südstaaten, lebende Schüler von ihren Lehrern öffentlich mit dem Stock geschlagen worden. In 21 Staaten ist das erlaubt, vor allem Südstaaten. Zudem verfügen die amerikanischen Eltern landesweit über ein Züchtigungsrecht. Zwei dazu von Gershoff und Strauss 2010 durchgeführte Übersichtsstudien zeigen, dass nur 15% der amerikanischen Kinder gegenwärtig gewaltfrei erzogen werden. Ferner stimmen 70% der amerikanischen Eltern dem Satz zu, ab und zu brauchen Kinder eine richtige Trachtprügel. Die Zahlen dokumentieren, was für eine repressive Erziehungskultur in den USA unter dem starken Einfluss fundamentalistisch-christlicher Gruppierungen immer noch besteht. Es liegt auf der Hand, dass daraus auch politische Konsequenzen erwachsen. Die innenpolitische Spaltung der amerikanischen Nation, die Macht der Tea Party, die Intoleranz der reaktionär-konservativen gegenüber liberalen Gruppierungen, das beachtliche Aggressionspotenzial der amerikanischen Gesellschaft, gekoppelt mit ihrem Drang zur Selbstbewaffnung und ihre extreme Straflust. Dies alles wird durch die repressive Erziehungskultur in Familien und Schulen stark gefördert. Hierfür zahlen die USA einen hohen Preis. Pro 100.000 Bürger sitzen dort 8 bis 10 Mal mehr Menschen hinter Gitter als bei uns oder den nordischen Ländern Europas. Ferner geschehen in den USA pro 100.000 Bürger Schusswaffentötungen 18 Mal häufiger als bei uns. Und auch die Rate der sonstigen Tötungsdelikte ist pro 100.000 gerechnet 3-mal höher als in Deutschland. Natürlich spielen hier aber auch andere Faktoren eine Rolle, wie etwa der harte Überlebenskampf derer, die in den USA von Armut betroffen sind. Oder die historisch gewachsene Tradition des Waffenbesitzes. Aber der Einfluss der rückständigen Erziehungstraditionen ist offenkundig sehr stark. Das alles hat auch für uns Bedeutung. Die USA sind nun einmal eine Leitkultur dieses Erdballs. Darum ist es wichtig, dass man dort als Reaktion auf den letzten Amoklauf nicht nur versucht, den privaten Waffenbesitz einzuschränken. Was die USA vor allem brauchen, ist eine Abrüstung in den Köpfen. Die aber setzt einen radikalen Wandel der Erziehungskultur voraus. Deshalb sollten wir nicht länger passiv zuschauen, sondern einen Appell an diese große, starke Nation und an ihren Präsidenten richten. Schaffen Sie endlich das Züchtigungsrecht für Eltern und Lehrer ab. Meine Damen und Herren, nach diesem Ausflug in die große Politik möchte ich nun mit dem fortsetzen, was ich bereits angekündigt hatte. Die beiden Beispiele für die hohe Bedeutung der Resilienz. Das erste betrifft den sexuellen Kindesmissbrauch. Unsere beiden Repräsentativbefragungen von 1992 und 2011 zeigen hierzu einen ähnlich positiven Trend, wie ich ihn gerade berichtet hatte, zum Rückgang des elterlichen Schlagens. Auch das Risiko der unter 16-jährigen Opfer eines Missbrauchs zu werden, hat stark abgenommen, von 7,1% auf 4,4%, wenn wir die Fälle Missbrauch mit Körperkontakt betrachten. Bei der Suche nach Erklärungen bietet ein Befund der Befragungsdaten von 1992 einen wichtigen Hinweis. Ein besonders hohes Risiko, hatte Peter Wetzels damals herausgefunden, ein besonders hohes Risiko des Missbrauchs haben nämlich solche Kinder, die zu Hause massiv geprügelt und vernachlässigt werden. Wer nicht satt geworden ist an elterlicher Liebe,
strahlt Verunsicherung aus. Pädophile haben aber dafür eine Antenne, machen solchen Kindern Zuwendungsangebote und bemächtigen sich dann ihrer. Wer aber zu Hause selbstbewusst und stark werden konnte, wer ausgeprägte Resilienz und Widerstandskräfte entwickelt hat, der ist weniger in Gefahr, von Onkel, Nachbar, Priester oder Fremden missbraucht zu werden. Und wenn es dann trotzdem passiert, haben die heute selbstbewussteren und aktiveren Opfer weit mehr Power als früher, die Geschichte zu beenden, sich Hilfe zu holen und Anzeige zu erstatten. Die Befragung von 2011 zeigt das besonders deutlich im Vergleich der älteren und der jüngeren Altersgruppe, die wir anvisiert hatten. Die zum Zeitpunkt der Befragung 31- bis 40-Jährigen, deren Kindheit also so in den vor 20 Jahren lag, auch in den 80er Jahren, die hatten den Missbrauch nur zu gut 8% angezeigt. Die 21- bis 30-Jährigen dann schon zu 16% und die 16- bis 20-Jährigen zu etwa 33%. Während also in den 80er Jahren nur jeder 12. Missbrauchstäter damit rechnen musste, dass er angezeigt wird, ist es inzwischen jeder 3. Das dämpft offenkundig den Tatendrang potenzieller Missbrauchstäter. Aber auch hier besteht natürlich keine Monokausalität. Weitere Faktoren, die den Anstieg der Anzeigebereitschaft erklären können, liegen auf der Hand. So haben sich die Schamgrenzen im Verlauf der letzten 3 Jahrzehnte deutlich verschoben. Und ferner kommt hier die engagierte Arbeit von zahlreichen Organisationen der Opferhilfe sehr zum Tragen, die die Menschen ermutigt haben, aus ihrer Passivität auszusteigen, nach draußen zu gehen, sich Hilfe zu holen und auch die Polizei einzuschalten. Und genau das ist gelungen, dieses Schweigen zu durchbrechen. Mein zweites Beispiel betrifft die körperliche Gewalt gegen Frauen, innerhalb und außerhalb von Haushalt und Familie. Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt im Vergleich der Befragungsergebnisse von 92 und 2011, welcher Anteil der Frauen in den 5 Jahren vor der Befragung Opfer einer Körperverletzung geworden ist. Insgesamt gesehen waren es früher 22,8% und inzwischen nur noch 16,6%. Wenn man aber genau hinschaut, gibt es 2 gegenläufige Trends. Die innerfamiliäre Gewalt ist von 17,8 auf 10,2% drastisch zurückgegangen. Wenn wir aber das Rote betrachten, Gewaltvorfälle, die sich außerhalb von Familie und Haushalt ereignet haben, dann ein deutlicher Anstieg von 1,7 auf 4,1%. Doch warum ist das so? Eine erste Erklärung liegt auf der Hand. Die engagierte Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes durch die Polizei hat sich hier sichtlich ausgewirkt. Mindestens ebenso wichtig erscheint aber ein ganz anderer Punkt. Die Mädchen haben von dem oben beschriebenen Wandel der Erziehungskultur nämlich viel stärker profitiert als die Jungen. Das massive Schlagen der Töchter ist stärker zurückgegangen, von 17 auf 6%, bei den Jungen nur von früher 14 auf 8%. Vor allem aber haben die Mädchen von diesem vorhin gezeigten deutlichen Anstieg der Wärme und Zuwendung für Kinder viel stärker profitiert als die Jungen. Und das hat Auswirkungen. Das hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt und zu steigenden Erfolgsquoten in Bildung und Beruf erheblich beigetragen. Dadurch sind sie unabhängiger geworden, lassen sich in Beziehungen mit Männern nicht mehr so leicht unterkriegen wie früher. Und sie verfügen heute über mehr Widerstandskraft gegen die Dominanzansprüche der Männer. All das verringert ihr Risiko deutlich, Opfer innerfamiliärer Gewalt zu werden. Mehr Resilienz bedeutet Prävention. Aber warum hat sich die Quote der Frauen so stark erhöht, die im Außenfeld von Familie und Haushalt Opfer von Gewalt werden? Auch hier dürfte das steigende Selbstbewusstsein eine gewichtige Rolle spielen. Je mehr sie sich nämlich von der früheren Rolle des Heimchens am Herd befreit haben, je mehr sie nach draußen gehen, in ihrer Freizeit Risiken in Kauf nehmen, umso öfter passiert dann natürlich etwas. Im Ergebnis ist so das öffentliche Leben der Frauen spannender geworden, aber eben auch gefährlicher. Aber ich habe es ja schon angekündigt, zu diesem positiven Trend möchte ich auch ein Gegenbeispiel ansprechen, den Wohnungseinbruch.
Die polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet hier für die Jahre seit 2006 bis 2011 einen Anstieg um etwa ein Viertel. Parallel dazu ist die Aufklärungsquote von 20% auf 16% zurückgegangen. Wir hatten aber schon Zugang zu 11 Bundesländern, wie sich die Sache 2012 weiterentwickelt hat. Weiterer Anstieg um fast 10% ist zu erwarten bundesweit und ein deutlicher weiterer Rückgang der Aufklärungsquote. Hinzu kommt, dass die Daten der Polizei, Aufklärung so 15%, 16%, die Situation noch sehr beschönigen. Die Staatsanwaltschaften sehen nämlich nur bei jedem fünften der von der Polizei als aufgeklärt gemeldeten Fälle ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass sie Anklage erheben können. Im Ergebnis rechnet sich so für das Jahr 2011 bezogen auf die angezeigten Fälle ein Verurteilungsrisiko der Täter von ganzen 2%. Anders gesagt, zu 98% können die Täter in Deutschland damit rechnen, die Mühen ihrer kriminellen Arbeit straflos zu genießen. Ich finde, das ist sowas wie ein Bankrott des Rechtsstaats, wenn die Bürger überhaupt nicht mehr vertrauen können, dass sie effektiv geschützt werden. Da muss etwas geschehen. Da darf die Polizei nicht so schweigend bleiben, denn sie ist ja nicht schuld daran, dass so ist. Da will ich jetzt nicht einsteigen, aber da wünsche ich mir mehr Aufschrei, mehr Protest von Seiten derer, die verantwortlich zunächst mal dafür sind, wie schlecht die Aufklärungsquoten aussehen. Wir konnten unsere Repräsentativbefragung von 2011 auch dazu nutzen, von den Menschen zu erfahren, wie ist es euch denn ergangen? Habt ihr einen Wohnungseinbruch erlebt und wie war es dann? Jeder 20., 5% hatte einen Wohnungseinbruch erlebt. Schaden im Durchschnitt 3.200 Euro und nur 62% waren versichert, 38% bleiben also auf ihrem Schaden sitzen. Viele gaben allerdings an, dass etwas anderes sie noch viel mehr getroffen hat als dieser finanzielle Schaden. Der Einbruch in die Intimsphäre und die Geborgenheit ihrer Wohnung. Jeder Zweite hat psychisch lange darunter gelitten. Vor allem die Frauen berichten häufig von anhaltenden, starken Angstgefühlen und klagen über massive Schlafstörungen. Insgesamt gesehen ist jeder Fünfte wegen des Einbruchs aus der Wohnung ausgezogen. Und als enttäuschend beschreiben 3/4 der Opfer, dass der Täter von der Polizei nicht ermittelt werden konnte. Angesichts dieser schockierenden Daten zum Wohnungseinbruch fragt man sich natürlich, ob solche Befunde eine Ausnahme darstellen oder ob es aus viktimologischer Sicht noch andere, ganz aktuelle Negativbeispiele gibt. Dazu nur wenige Stichworte. Erstens, der Menschenhandel ist offenkundig stark zugenommen. Zweitens, viele Mädchen und möglicherweise auch Jungen werden im Internet beim Chatten in Kinderforen Opfer von aggressiven Anmache durch pädophile Männer. Drittens, die Subkultur von Rockergruppen wie Hells Angels, Bandidos oder Mongols wächst offenbar stark an mit einer parallel wachsenden Opferszene. Diese Schlaglichter gehören eben auch zum insgesamt ja eher positiven Gesamtbild. Sie können aber nur eine begrenzte Ergänzung zu dem darstellen, was Wiebke Steffen uns zur Lage der Kriminalitätsopfer in Deutschland im Rahmen ihres wirklich wieder exzellenten, überaus differenzierten Gutachtens präsentiert hat. Zu Recht weist sie darauf hin, dass die Situation insgesamt betrachtet sich in mancher Hinsicht verbessert hat. Beginnend mit dem Opferentschädigungsgesetz von 76 und dem Opferschutzgesetz von 86 hat der Staat nach und nach die Rechtsposition der Kriminalitätsopfer gestärkt. Allein zum Strafprozessrecht hat es 9 opferbezogene Reformen gegeben und hinzu kommen 13 Änderungen des materiellen Strafrechts. Wiebke Steffen begrüßt zu Recht viele dieser Reformen, aber ich folge ihr, wenn sie kritisch anmerkt, dass solche Reformen nur die 12% der Opfer erreichen, die vor Gericht gegen einen Täter aussagen. Die große Masse kommt nicht ins Visier derer, die sich um mehr Opferschutz bemühen wollen. Außerdem kritisiert meines Erachtens Wiebke Steffen zu Recht, dass diese Opfergeschutzgesetze eigentlich kein systematisches Konzept hinter sich haben. Sie sind häufig in Abhängigkeit von aktuellen Ereignissen entstanden, waren manchmal schon sehr populistisch orientiert.
sind auch als Resultat der Lobbyarbeit der Opferschutzverbände zu bewerten. Vor allem aber ist ein krasses Defizit, das hat sie zu Recht angesprochen, von empirischer Forschung zu den Erfahrungen und wirklichen Bedürfnissen der Opfer zu kritisieren. Das will ich nicht wiederholen, da kam schon sehr viel an substanzieller Aussage in dieser wirklich exzellent formulierten Schlussklärung. Ich werde darauf noch einmal speziell zurückkommen, aber all diese Punkte lassen sich erst dann richtig einschätzen, wenn zuvor unser Blick erweitert wird. Parallel Justice ist angekündigt. Was bedeutet das? Susan Herman, Professorin für Criminal Justice an der Pace University New York, hat mit ihrem gleichnamigen Buch weit über die Grenzen der USA hinaus eine sehr grundlegende kriminalpolitische Diskussion ausgelöst. Das konnte sie, weil sie eben nicht nur Wissenschaftlerin ist, sondern über mehr als 30 Jahre hinweg aktiv Opferhilfe betrieben hat, zuletzt 7 Jahre in Washington an führender Stelle der Organisation, die sich in den USA um den Opferschutz bemüht. Ihre Thesen lassen sich in 4 Punkten zusammenfassen. Erstens, Strafrecht und Strafprozessrecht sind primär auf den Täter fixiert. Wenn er seine gerechte Strafe bekommen hat und bei Bedarf Unterstützung dabei erhält, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, dann gehen wir davon aus, dass der Gerechtigkeit Genüge getan ist. Zweitens, für die Opfer von Straftaten gibt es bisher kein vergleichbares Forum, in dem sie von Seiten des Staates Gerechtigkeit erfahren, in dem für sie Gerechtigkeit organisiert wird. Zwar hat der Staat sich, wie schon angesprochen, mit der Opferschutzgesetzgebung durchaus bemüht, den Bedürfnissen dieser Opfer Rechnung zu tragen, aber damit beschränkt er sich eben auf diese kleine Minderheit, deren Täter vor Gericht gestellt werden. Die große Mehrheit geht leer aus. Drittens, angesichts dieser eklatanten Vernachlässigung der Opferinteressen sollten wir das Bemühen um Gerechtigkeit für Täter und Opfer voneinander entkoppeln. Die Gerechtigkeit für Opfer erhält so endlich einen eigenen Stellenwert. In einem gesonderten Verfahren sollte ein Handlungskonzept aus 3 Elementen umgesetzt werden. A. Der Feststellung, dass dem Opfer Unrecht geschehen ist. B. Dem effektiven Schutz des Opfers gegen eine Reviktimisierung. Und schließlich C. Der Unterstützung des Opfers dabei, die Viktimisierungsfolgen zu bewältigen und sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Viertens, es bedarf dabei keine Hierarchie von Opferansprüchen geben, die bestimmten Opfern Vorrechte einräumen. Das widerspricht unserem Basiskonzept von Gerechtigkeit. Deshalb gibt es keinen ausreichenden Grund, den Opfern von Gewalt mehr Rechte einzuräumen als etwa denen von Einbruch, Stalking oder Betrug. Ferner darf es keine Rolle spielen, ob eine Straftat auf der Straße geschehen ist, in einem Gefängnis, in einer Pflegeeinrichtung oder in der Psychiatrie. Und schließlich darf die Umsetzung des Konzepts von Parallel Justice nicht davon abhängen, ob der Täter jemals ermittelt oder verurteilt worden ist. Im Hinblick auf das Thema unseres Präventionstages enthält Susan Hermans Buch 2 klare Botschaften. Erstens, wer einmal Opfer geworden ist, hat ein deutlich erhöhtes Risiko, erneut Opfer zu werden. Und zweitens, parallel dazu gibt es auch klare Belege dafür, dass Opfer häufig zu Tätern werden. So gilt unter Jugendlichen als stärkster Prädiktor für zukünftige Kriminalität, dass man selber Opfer war. Für Susan Herman ist ferner ein Punkt sehr wichtig. Opferhilfe darf die Betroffenen nicht auf die Rolle des schwachen, hilfsbedürftigen Menschen festlegen. Das wäre erlernte Hilflosigkeit und würde das Risiko einer erneuten Viktimisierung eher erhöhen. Stattdessen müssen wir alles daran setzen, die Widerstandskräfte der Opfer zu stärken, ihre Resilienz zu fördern. Sie brauchen konkrete Hilfe und starke Unterstützung dabei, einer Wiederholung der Opfererfahrung aktiv vorzubeugen. Andererseits sollte Opferhilfe aber auch dem Rechnung tragen, dass bei vielen Opfern als Folge der Tat tief sitzender Frust über diese demütigende Erfahrung entstanden ist und dass man sich rächen möchte, dass man zurückschlagen möchte. Diese Bedürfnisse sollten offen angesprochen werden, damit gemeinsam ein Weg gefunden werden kann, das Problem konstruktiv zu lösen. Auch das ist hochwirksame Prävention. Doch wer sind die Akteure von Parallel Justice? Die Antwort lautet schlicht alle. Angesprochen sind zunächst alle Menschen, die beruflich im Rahmen der Strafverfolgung oder im Kontext von Schule, Jugendhilfe
Opferhilfe oder Sozialarbeit mit der Tatsache konfrontiert sind, dass da jemand Opfer geworden ist. Zum anderen sollten sich aber auch diejenigen angesprochen fühlen, die eher zufällig Kenntnis davon erfahren, dass in ihrer Nähe jemand Pech gehabt hat, Opfer von Stalking, eines Einbruchs geworden ist, und sich als Nachbar darum kümmern, dass dieser Mensch Hilfe erhält. Was das konkret bedeutet, möchte ich am Beispiel der Polizei erläutern. Für sie bedeutet Parallel Justice, dass sie nicht mehr auf die Wahrnehmung der gewohnten Rolle beschränkt sein darf, den Täter zu ermitteln. Sie hat eine zweite, gleichrangige Aufgabe. Nämlich völlig unabhängig davon, ob ihr die Tätersuche gelingt, auch, dass sie sich dem Opfer zuwendet und ihm als erstes eine klare Botschaft vermittelt. Du bist nicht Leidtragender eines Unglücks geworden, nein, dir ist durch einen Täter Unrecht widerfahren. Das wird von uns nicht akzeptiert. Dabei sollte die Polizei jedem Opfer mit Respekt, Sensibilität und Empathie gegenübertreten. Und sie sollte grundsätzlich jedes Opfer als Glaubwürdigkeit behandeln. Nur wenn es konkrete Hinweise darauf gibt, dass Zweifel angebracht sind, dann gilt diese Regel, jeder ist glaubwürdig, eben nicht. Aufgaben der Polizei ist es anschließend, detailliert zu klären, wie groß der entstandene Schaden ist. Das ist später gerade dann Bedeutung, wenn es nicht gelingt, den Täter zu fassen. Und die Opfer sollten detaillierte Informationen erhalten, zum Beispiel über den Weißen Ring oder eine staatliche Opferhilfe, aber auch über andere Unterstützungsangebote, die es außerhalb der großen Gruppen gibt, wie zum Beispiel Opferhilfe, spezielle Opferhilfe für sexuell missbrauchte Menschen. Jetzt könnten anwesende Polizeibeamten zu ihren Nachbarn flüsternd sagen, na ja, das machen wir doch schon alles. Wirklich, frage ich zurück, gilt das wirklich uneingeschränkt auch für Migranten, die Opfer einer Straftat geworden sind? Eine Untersuchung, die bei uns mal lief, weckt Zweifel. Oder für Strafgefangene, auch da haben wir gerade deren Opferwerdung untersucht. Und sind die von einem Weißen Ring besucht worden? Sind die von der Polizei auf Opferentschädigungsrecht hingewiesen worden? Nein. Und wie gilt es bei angetrockneten Opfern und solchen, die emotional stark erregt sind, die gar nicht so richtig ansprechbar sind? Wird in solch schwierigen Kommunikationssituationen die nötige Information für das Opfer wirklich gründlich nachgeholt? Auf diese Fragen gibt es noch keine befriedigenden Antworten. Sie zeigen deutlich auf, dass hier Forschungsdefizite, Erkenntnisdefizite da sind, auf die ich noch mal zu sprechen kommen werde. Mir fehlt jetzt natürlich die Zeit, auf alle anderen Verfahrensbeteiligten entsprechend einzugehen. Da kann ich nur empfehlen, lesen Sie dieses wirklich inspirierende Buch von Susan Herman und dann fragen Sie sich selber, was bedeutet das für mich in meiner jeweiligen Rolle? Abschließend möchte ich unter verschiedenen Aspekten noch einmal auf Evaluation und Forschung eingehen. Wichtig ist, wenn man Parallel Justice umsetzen will, erstens die strikte Orientierung an den realen Bedürfnissen der Opfer und zweitens der Anspruch, dem in der Praxis und Gesetzgebung zur Opfergerechtigkeit auch Rechnung zu tragen. Konkret erwächst daraus für die praktische Umsetzung des Konzepts die Notwendigkeit, deren Qualität laufend zu überprüfen. Ich will das am Beispiel der polizeilichen Arbeit erläutern. Der leicht angetrunkene Herr Müller ist auf dem Heimweg von seiner Kneipe von zwei Mitzechern niedergeschlagen worden und beraubt worden. Er schleppt sich zur nächstgelegenen Polizeiwache und macht sofort Anzeige. Eine Woche später wird er von einer mit der Polizei kooperierenden Evaluationsagentur angerufen. Die erzählt ihm, dass er anonym ausgewählt worden ist und dass er jetzt Noten geben darf für all das, was der Polizeibeamte mit ihm gemacht hat. Also er darf die Kommunikationsarbeit des Polizeibeamten bewerten. Er darf bewerten, ob der ihn wirklich intensiv ausgefragt hat über den Schaden, der ihm entstanden ist. Er darf bewerten, ob die Informationen über die Arbeit des Weißen Rings und Opferhilfe und Opferentschädigungsgesetz ordentlich gelaufen ist und so weiter. All das, was Aufgabe der Polizei ist, wird benotet. Und dann kriegt natürlich die Polizeidienststelle eine Rückmeldung für das, was die Befragung von 50 Opfern, die bei dieser Polizeidienststelle durchgelaufen sind, erbracht hat. Die Direktion kriegt es auch. Wenn so etwas landesweit geschieht, dann bin ich sicher, verbessert das die Qualität des Angebots für Opfer. Auch der viktimologischen Forschung kommt
für das Konzept Parallel Justice eine große Bedeutung zu. Unverzichtbar ist erstens, dass wir regelmäßig Repräsentativbefragungen durchführen, wie sie gerade das MPI Freiburg gemeinsam mit dem BKA gemacht hat. 35.000 Menschen sind befragt worden. Das ist unverzichtbar, denn nur so sind wir in der Lage, die Tauglichkeit verschiedener Präventionsansätze systematisch zu überprüfen. Wir können überprüfen, ob die Opferrisiken sich innerhalb der Gesellschaft ungleich verteilen. Zusammen mit der polizeilichen Kriminalstatistik können wir endlich ein besser fundiertes Lagebild zur Sicherheit in Deutschland entwerfen. Aber all das ist noch nicht abgesicherte Kultur der Forschung in Deutschland. Man kann den Kollegen nur wünschen, dass sie diese im Mai erstmals vorgestellte Studie regelmäßig durchführen dürfen. Der zweite Forschungsansatz, der viktimologische, ist ein ganz anderer. Denn bei solcher systematischen Repräsentativbefragung der Menschen haben wir immer nur kleine Zahlen, die wirklich Opfer geworden sind. Deswegen brauchen wir ergänzend den anderen Typus, wo man sich ausschließlich an die Menschen wendet, die Opfer einer bestimmten Straftat geworden sind. Das ist Basis dafür, dass wir bewerten können, ob beispielsweise das Opferentschädigungsrecht wirklich gerecht ist. Erst wenn wir vergleichend Wohnungseinbruchsopfer, Stalkingopfer beispielsweise, befragen, was sie an psychischen massiven Beeinträchtigungen erlebt haben, können wir entscheiden, ob sie vielleicht zum Teil noch stärker belastet sind als die Opfer einer Körperverletzung, die nach dem OEG antragsberechtigt sind. Also die Zugangsgerechtigkeit des OEG kann dann wissenschaftlich überprüft werden, darüber hinaus aber auch zu denen, die eigentlich antragsberechtigt wären, aber aus irgendwelchen Gründen keinen Antrag gestellt haben, vielleicht weil die Polizei sie nicht informiert hat. Gegenwärtig wissen wir nicht, woran es denn liegt, dass im Durchschnitt nur 10% der Opfer von Gewaltkriminalität einen Antrag stellen. Wir wissen nicht, woran es liegt, dass es in dem einen Bundesland nur 5-6% sind und im anderen 16-17%. Zum anderen muss aber unseres Erachtens auch die Anwendungsgerechtigkeit des OEG überprüft werden. Der Weiße Ring hat hier sehr kritische Analysen vorgelegt, die einen zweifeln lassen, ob das alles schon optimal läuft. Wir haben aber gegenwärtig keine Grundlage, sicher zu bewerten, stimmt das hier mit der Anwendungsgerechtigkeit? Kriegen die Leute, die einen Anspruch hätten, wirklich ihr Geld oder gibt es irgendwo Probleme, die in Angriff genommen werden müssten? Es wird nicht einfach sein, die zuständigen Ministerien und Behörden von der Notwendigkeit solcher Forschungsansätze zu überzeugen. Aber vorsichtiger Optimismus erscheint zumindest im Hinblick auf eine Opfergruppe angebracht. Bei der abschließenden Sitzung des Runden Tisches zum sexuellen Kindesmissbrauch gab es nämlich von Seiten der Politik ein klares Signal. Die Staatssekretärin im Bundeskriminalamt für Arbeit und Sozialordnung, Frau Dr. Niederfranke, hat sich dafür ausgesprochen, die offenen Fragen, die hier zur Anwendung des OEG bestehen, durch eine wissenschaftliche Untersuchung klären zu lassen. Meine Damen und Herren, was ich hier am Beispiel des Opferentschädigungsrechts dargestellt habe, lässt zwei Schlussfolgerungen zu. Zum einen besteht Bedarf, den Appell, den Susan Herman mit ihrem Konzept von Parallel Justice auch an uns richtet, sowohl im Wege einer Verbesserung der praktischen Anwendung des Rechts durchzusetzen, als auch im Wege von gesetzgeberischen Reformen. Es wird aber auch deutlich, dass wir für beide Ansätze breit angelegte wissenschaftliche Untersuchungen brauchen. Doch damit ist der Zweck viktimologischer Forschung noch nicht ganz erfasst. Sie hat für die Opfer einen ganz eigenen, unmittelbaren Stellenwert. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Leiden, die Opfer zugefügt werden, bedeutet für die Betroffenen zugleich Anerkennung und Wertschätzung. Die Opfer werden ernst genommen. Man hört ihnen zu. Das, was ihnen widerfahren ist, wird gründlich registriert, analysiert und schließlich auch veröffentlicht. Es kann also nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden. Ich betone diesen Punkt auch deshalb, weil es bei uns zurzeit eine große Gruppe von Opfern gibt, die in dieser Hinsicht zu kurz kommen könnten. Ich meine die Menschen, die als Kinder oder Jugendliche von Priestern sexuell missbraucht worden sind. Eigentlich hatte die Deutsche Bischofskonferenz zunächst
mit dem KfN ein Forschungskonzept vertraglich vereinbart, das den Opfern wirklich breite Möglichkeiten geboten hätte, sich hier konstruktiv einzubringen. Aber dann scheiterte das Projekt, weil die Kirche auf einmal im Wege von Vertragsänderungen Kontroll- und Zensurwünsche durchsetzen wollte, die wir auf keinen Fall akzeptieren konnten. Die offene Frage ist nun, welchen Stellenwert die Opfer in einem etwaigen Nachfolgeprojekt, das ja schon angekündigt ist, haben werden. In einer Presseerklärung der Bischofskonferenz vom 21.02.13 heißt es dazu: Zu den wesentlichen Zielen gehören nach wie vor die Erhebung von verlässlichem Zahlenmaterial sowie eine Sichtung der Personalakten. Dadurch sollen Erkenntnisse über Zahl und Vorgehen der Täter gewonnen und über das Verhalten der Kirchenverantwortlichen in den zurückliegenden Jahrzehnten eine vertiefte Einsicht erhalten werden. Die Opfer kommen hier mit keinem Wort vor. Ich frage mich, ob das auch damit zu tun hat, dass offenbar viele Akten vernichtet worden sind. Die Kirche hatte das zunächst geleugnet, aber als sich dann nicht mehr leugnen ließ, dann hat sie darauf hingewiesen, dass bei einer Aktenvernichtung die Urteilsformel und eine Kurzfassung des Sachverhalts doch aufgehoben werden. Forschung sei also weiterhin möglich. Dagegen spricht jedoch, dass durch die Aktenvernichtung gerade die Informationen verloren gegangen sind, die die Leiden des Opfers betreffen. Aus viktimologischer Sicht ist mit solchen inhaltsarmen Personalakten nichts mehr anzufangen. Sollte es also tatsächlich doch einen Neustart des Projekts geben, dann müsste meines Erachtens die Kirche vorher offenlegen, wie viele Akten in jeder Diözese vernichtet worden sind. Erst dann ließe sich beurteilen, ob die Forschung aus der Sicht der Opfer überhaupt noch Sinn macht. Aber zunächst einmal müssen wir abwarten. Es gibt ja auch noch eine andere Perspektive, dass die Kirche die ganze Sache schlicht aussetzen will. Und das wird ihr die Öffentlichkeit nicht durchgehen lassen, wenn sie das ernsthaft versucht. Doch mit diesem Rückblick auf das Kirchenprojekt möchte ich meinen Vortrag nicht abschließen. Am Ende soll etwas ganz anderes stehen, ein kurzer Blick auf ein wirklich interessantes Forschungsprojekt der Universität Stuttgart zum Thema des sexuellen Missbrauchs. Dieter Urban und Joachim Fiebig konnten nämlich durch eine umfangreiche Aktenerhebung und gestützt auf eine methodisch wirklich exzellent durchgeführte Datenanalyse zunächst etwas feststellen, was nicht weiter überrascht. Für Männer, die in ihrer Kindheit von einem pädophilen Täter missbraucht worden sind, ergibt sich später ein deutlich gesteigertes Risiko, selber ein Missbrauchstäter zu werden. Sehr spannend ist jedoch ihre zweite Erkenntnis. Wenn solche früh missbrauchten Jungen aber in ihrer weiteren Kindheit durch besonders aggressive Verhaltensweisen aufgefallen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass sie Missbrauchstäter werden. Die Autoren bieten für diesen Befund eine plausible Deutung an. Das aggressive Verhalten solcher Jungen ist als eine Strategie zu verstehen, das Trauma des ihnen widerfahrenen Missbrauchs zu bewältigen. Indem sich der Junge als aggressiver Kämpfer beweist, kompensiert er den vom Missbrauch ausgelösten Verlust an Selbstwert, an Selbstwirksamkeitserfahrungen. Was lehrt uns das? Für den Heimweg biete ich zum Nachdenken zwei Überlegungen an. Erstens, mit aggressiven Kindern sollten wir sehr achtsam umgehen. Für ihr Verhalten kann es viele Gründe geben. Eine davon könnte eine frühere Missbrauchserfahrung sein. Zweitens, das schlichte Bestrafen und Unterbinden der aggressiven Fehlverhaltensweisen von Kindern wäre der falsche Weg. Wir dürfen nicht nachlassen, gerade auch solchen Kindern Wege aufzuzeigen, wie sie Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit und das auf anständige Weise gewinnen können. Die Programmüberschrift hierfür lautet: Lust auf Leben wecken durch ein breites Angebot von echten Herausforderungen in den Bereichen Sport, Musik, Theaterspielen, Zirkus oder ähnlichen Aktivitäten. Wenn die Kinder dann für irgendeines solcher Angebote eine echte Leidenschaft entwickeln, dann entsteht aus dieser Erfahrung Selbstwirksamkeit. Genau das, was ich oben angesprochen habe.
habe, würde wachsen. Widerstandskraft und Resilienz. Das wäre dann zum einen wirklich Prävention und zum anderen eine gesteigerte Erfahrung, eine gesteigerte Fähigkeit, auch Opfererfahrungen gut zu bewältigen. Vielen Dank fürs Zuhören.